Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ist dunkel, ne? Naja. Montagmorgen, Datum weiß ich gar nicht. 22. oder so. 23. oder 25. Egal, irgendwann im August. Jetzt fahre ich wieder hoch nach Sembach auf der Heuberg bei den Amis rein. Am Freitag habe ich ja die Laderaube geholt. Da haben mir die Kollegen gesagt, hole ich den Bagger auch gleich. Und ich habe dann auch angerufen zu Hause, nee, der Bagger bleibt stehen. Jetzt ist es Montagmorgen, jetzt soll ich den Bagger holen. Die machen heute Morgen schwarz, also die asphaltieren. Ja, also ich denke, ich kann da nicht reinfahren, der Bagger hole. Das wird nicht hinhauen. Wir werden mich da nicht reinfahren lassen. Vielleicht sogar die Kamera an Saldo. Die werden mich da nicht reinfahren lassen. Mal hoch, guck, ob es geht, und wenn es nicht geht, weiß ich nicht. Wenn ich dann den Bagger laden kann, dann fahre ich wieder nach Hause, hole einen Sieblöffel und einen Sortiergreifer. Und der geht dann raus nach Worms ins Kraftwerk, wenn ich ihn laden kann, wovon ich nicht ausgehe. Das hier, aber das ist schon wieder ein dickes, fettes Schloss dran. Ja, das wird, glaube ich, eh nicht gehen. Ne? Nee, das ist eh nicht so gut hier. Fahr vorne rein. Wieder vorne rein. Ich dachte, hier geht's schon los, dass die schon warten oder so, aber hier ist ja gar nichts. Irgendwo wird es haben, entweder eigentlich im Zaun. Was ist das für ein Scheiß? Seht ihr das Licht flackern? Irgendwas brutzelt auch hier vorne drin.
ist denn das für ein Mist jetzt schon wieder? Okay, gleich am Zaun hängen da vorne. Ne, reicht. Okay, ich komme anders zurück. Also die Fernbedienung geht. Ich hoffe, dass das nur von dem Licht kommt. Dass das nicht irgendwie eine Meise hat. Trotzdem mal aus, nicht, dass die Karte gleich brennt. So. Kann ich da hin drehen? Ich glaube, ich kann da hin drehen. Ne? Ich ziehe runter, fahre links, fahre zurück und fahre dann wieder vorwärts hoch. Ich glaube, das sollte gehen. Wir noch eine Einfahrt. Sind wir, glaube ich, früher gefahren hier hinten rein oder hier raus, weil hier, weiß nicht, ob die noch ist, eine Reifenwaschanlage. Ah ja, die ist noch. Die ist noch. Geht's wieder? Ne? Macht immer noch ein bisschen Mucke. Euch hin. Doch geil. Guide. Bleib ich auch hier stehen dahin. Oh, zu viel Gelenk. Ist ja das, was ich immer sage. Ich bin eine richtig faule Sau geworden. Lenkfaul, mach alles nur noch hier mit. Keine Ahnung. Ich will lernen zu fahren irgendwie. So.
leer, fällt raus. Dann fahr ich da hin. Der Hini ist abgelegt. Ne? Der Hini ist abgelegt. Ich bin gerade wieder am Lautdenken. Warte ich noch auf meinen Kollegen. Ich da vorne hinstelle oder stelle ich mich hier näher an die Seite. Ich werde eine Ecke finden, wo ich parken kann. Ich hätte mir selber wahrscheinlich hier den Bauzaun noch wegmachen, ne? Aber wenn doch reichen. Kann ja geradeaus rausfahren. Stehen. Wie gesagt, ich warte noch auf den Kollege. Helft dem schnell an, da ist er doch schon. Siehst du, da ist er doch schon. Gut, passt. Halb drei haben wir es schon gleich. Ich bin heute wieder am Kieber fahren. Bin von Mainz aus, ich habe einen Kollegen, hab ich noch geholfen, abzuladen. Hat solche Sandfließrollen, weiß der Geier. Ja, da ist eine Lage Vlies, dann ist irgendwie Sand drin und oben drauf ist nochmal eine Lage Vlies. Oder ein Gummi oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihm dabei noch geholfen. Da hat noch das Werkzeug vom Bagger dabei gehabt und dann sind wir Richtung Heimat. Ja, und seitdem fahre ich Kieper. Ich fahre Füllmaterial von Sembach hierher auf den Golfplatz.
fahre heute Morgen wieder Vierachse. Oder beziehungsweise Kiefer, heute Vierachse. Ich werde aber später, wahrscheinlich später, werde ich den Brecher fahren, den nach Wiesbaden bringen. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal wieder nur Sembach Golfplatz. Alles gut. Entspannter Job. Kein Stress. Eins nach dem anderen. Mittwoch. Haben wir schon Mittwoch? Ja, ich glaube, es ist Mittwoch. Ich bin gerade auf dem Weg nach Ingelheim, das Pharmaunternehmen. Steht unser L566, den werde ich laden. Ich weiß noch nicht wohin. Zum Radlade. Dudelud. Geht. So. Ich hoffe, die nimmt was Gutes auf. Also gut. Alltag. Gegen die Sonne kugeln, ne? Alter, bin ich blöd, doch. War vielleicht taktisch nicht so klug. Ich habe hier vorne, ich habe 50 cm das Tiefbett ausgezogen schon. Und ja, habe ich halt hier vorne hingelegt. Ach, einfach nur aus dem Grund, weil ich dann rückwärts wieder zurückfahre und dann da, wo die Pedometer gerade rausfahren, da ist meine Ausfahrt. Ich denke nicht, dass ich so durchgekommen wäre. Dieser Seite komme. Ich weiß es nicht. Fahre ich jetzt einfach wieder kerzengerade zurück und kann dann vorwärts, wie gesagt, hier rausfahren. Die Kamera geht nicht mehr, okay. Oh mein Gott, ich müsste neu angelernt werden hier. Ich habe ja eine Sonnenblende, eine große. So.
Verspätung, Michael, fahre an mir vorbei. Ich habe es nicht. Hat gewunken gemacht, getan. Ich habe es erst gesehen, als ich quasi schon vorbei war. Sorry, war keine Absicht. Ich war auf meine rechte Seite konzentriert, weil da ein Schild recht weit vorstand. Aber Grüße gehen raus an dich. Ich habe echt nicht. Ärgert mich wieder. War von der Firma Heidelberger Zement oder Heidelberger Beton. Heidelberger Zement, glaube ich, heißt sie. Ja, nochmal, Grüße. Gehen raus an dich. Ich hab's voll versaubeutelt. Tut mir leid. Ich alte Träne. So, den Radlader, den bringe ich nach Sembach hoch auf unseren Lagerplatz. Dann schauen wir mal, was gibt. Wenn ich erstmal nach Hause fahren, tanken. Das heißt nach Hause, also bei uns an die Tankstelle in der Nähe. Kommt wieder was komplett anderes, mit dem ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Richtig. Gerade ein paar Tropfen tanken. Ich soll jetzt wohl irgendwie so einen Stapler fahren. Ich weiß noch nicht genau was. Ich habe nur gesagt bekommen, so einen der Container. Also es wird so ein Reach-Stecker oder wie die heißen. Wird es sein. Habe ich wieder 12.000 Fragezeichen im Gesicht, überall, weil so ein Reach-Stecker ist ja nicht gerade klein. Falls es so einer ist, ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es auch nur ein einfache Stapler, der soll um die 40 Tonnen wiegen. Also das wird schon ein ordentliches Geschoss sein. Ich kann mein Tiefbett, ich habe ein 6,50 Meter langes Bett und das kann ich noch mal 2,50 Meter, glaube ich, ausziehen. Dann vor allen Dingen ist ja das Teil ist ja mindestens 3,50 Meter breit oder so. Das steht ja nicht normal breit hier rum. Schauen wir mal. Ich krieg gleich Bilder geschickt. Die Polizei, die könnten hier oben ruhig mal Geschwindigkeitskontrolle machen. Hier fährt keine Sau 30. Nur so eine Anregung, falls ihr Geld braucht. Ich habe umgesattelt. Ich habe jetzt nochmal mit dem Kunden quasi telefoniert. Das Teil ist 4,15 Meter breit und 4,20 Meter hoch. Ich sollte es wieder einfach mal so schnell Ich habe dem Kunden schon gesagt, ich fahre das nicht so. Ich werde das nicht fahren. Ich muss jetzt noch mal, warte jetzt noch auf den Rückruf von meinem Chef. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es das nicht geben. Ist ein Kalmar Reach-Stecker, weiß nicht, wer schon mal in irgendwelche Containerhafen. Das sind die riesen fetten Stapler mit dem langen Arm vorne dran, die diese Übersee-Container auf die LKWs, von der LKWs runterheben. Und ich finde auch keinen, der
Also der soll angeblich nur 39 Tonnen haben. Finde ich keinen. Datenblatt wäre hier. Müsste auch, wahrscheinlich hat es wieder niemand gelesen. Ich bin der Blöde, weil ich jetzt sage, ich fahre das nicht so. Mit Genehmigung, alles gar kein Thema. Du kannst von mir aus 5 Meter breit sein. Ist mir wirklich egal dann. Aber einfach so, auch wenn es nur, ich sag jetzt mal, 25 Kilometer sind oder so, ich kann nicht mit 4,15 Meter, 4,20 Meter, ich kann doch nicht, weiß nicht, was sich manche Leute denken. Also, den Riegstecker fahren wir jetzt. Vorerst mal nicht. Hab mich da vorhin vielleicht auch ein bisschen zu Was würde ich geben für ein gescheites Dreibein? Hab mich da vorhin vielleicht auch ein bisschen zu sehr beeinflussen lassen. Von Sachen, die ja, mir Betriebsfremde quasi sagen. Fakt ist, ich war extrem abgefuckt vorhin. Egal. Wir fahren das Teil jetzt nicht. Wie gesagt, der ist 4,15 Meter breit. Und ist um die 4,20 Meter hoch. Das heißt, wenn ich das Ding geladen hätte, wäre ich bei 4,75 Meter, 4,78 Meter, so um den Dreh, Fahrhöhe. Und 4,15 Meter, wie gesagt, breit. Erledigt alles. Ich habe jetzt 914 geladen, ich habe wieder umgesattelt, habe die Dreiachse wieder drauf. Habe 914 geladen, den fahre ich jetzt hoch nach Simbach. Dann ist vermutlich der Long Reach fertig, weiß ich nicht genau. Der Baggerfahrer hat mich ja angerufen heute Morgen. Boah, wie geil. Moment. Sorry, mal gerade ein bisschen Stau hier auf der Gasse. Richtig. Danke. Der Baggerfahrer hatte mich angerufen heute Morgen, dass er jetzt um die Zeit fertig wird. Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, lassen wir ihn nicht stehen. Der muss noch ein bisschen was arbeiten. Aber erst in 2 oder 3 Wochen. Weiß ich nicht, ob man den jetzt halt, ob der geholt wird oder nicht. Ich bin jetzt zusammen.
habe ich keine mehr, echt. So ein scheiß Tag heute. Die Haube lade ich jetzt noch. Oh verdammt, das Mikro liegt die ganze Zeit hier vorne. Hoffentlich hat man was gehört, sorry. Alter, das ist sau heiß. Lade ich aber nur noch vor und dann mache ich Feierabend für heute. Bringt nicht an. Wie weit ich da drüber rufen? Kommt alles zusammen. Sitze ich hier in Wade. Altstadt kommt gleich. Heute ist so ein verschissener Tag. So, bin in der Halle. Mittwochabend mach Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wenn auch nicht viel wirklich zu sehen war. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn.
Ciao.